Hallo ihr Lieben, heute eine kurze knackige Angelegenheit, eine Alltagssituation, das Bücken. Bücken mit Leichtigkeit ohne Hexenschuss. Man kann auf vieles achten beim Bücken, aber hier gebe ich euch die wichtigsten Punkte. Diese Referenzpunkte sind das Fußgelenk, das Kniegelenk und unsere Beckenknochen. Zum Üben empfehle ich euch, die Kante von einem Bett zu verwenden oder so wie ich im Video, so ein Würfel. Das ist optimal für diese kleine trockene Übung. Erstmal ganz nah an diesen Rand gehen, die Füße in zarte V, sodass die Unterschenkel auch in leichter Kontakt an diesem Rand haben, egal ob es vom Bett ist oder vom Sofa oder von einem Würfel. So ist das Sprunggelenk so gerade wie möglich schon aufgerichtet. Die Kniegelenke wahrnehmen, die müssen exakt über seine eigene Fersenmitte sein. Und nun komm mit dem Fingerkuppen an eurem Beckenknochen. Und zwar nicht am oberen Rand, sondern ein bisschen tiefer. Exakt über die Leiste ungefähr. Da spürt ihr noch Beckenknochen. Jetzt streckt die Sitzbeinhöcke nach hinten, damit ihr im Steilhang kommt. Und schaut, dass diese Knochen an den Fingerkuppen nicht verschwinden, nicht weggehen von euren Fingern, sondern ganz zart sich leicht anlehnen zu euren Fingern hin. Das ist schon fast alles. Das Sprunggelenk muss gerade sein, das Kniegelenk muss über die Fersenmitte sein und die Beckenknochen müssen aufgerichtet sein. Das geht natürlich auch ohne Coaching von eurem Finger. Lasst die Handrücken entspannt am Rücken und genau diese Stellen vom Beckenknochen wieder wahrnehmen und sie auf die eigenen Oberschenkel fast abgeben, parken wollen. Richtig parken. Lasst den Po richtig raus, sodass die Sitzbeinhöcke sich noch mehr dehnen nach hinten. Und apropos Sitzbeinhöcke, ihr dürft sie ein wenig zueinander schielen lassen und die Beckenschaufeln Oberrände noch mehr zu den Seiten hin. So ist der Rücken relativ geschützt. Die Wirbelsäule kann aus dem Kreuzbein noch dazu wachsen. Ein Gewicht hochnehmen, ein Gewicht runterlassen oder ein bisschen tiefer kommen und die Schuhe binden und so weiter und so fort. Und beim Hochkommen ist es haargenau das Gleiche. Die Knie bleiben über die Fersenmitte, auch eine schöne Position der Beckenknochen. Das Kreuzbein bleibt auch lang, das Steißbein und die Wirbelsäule gehen auseinander gedehnt. Und der Rumpf darf sich auch parken auf die Oberschenkel. Alles bleibt aufgerichtet und aus unserem Beckenboden dann einfach über die Fersen aufrichten. Und so einfach ein paar Mal üben im Trocken, damit im Alltag diese neue Muster sich integrieren kann. Und mit Leichtigkeit verabschiede ich mich von euch heute. Bis morgen!